gegen Artikel 13 für freie Meinungsäußerung. Save your Internet. Boah, das war wirklich verdammt schmerzhaft. Vielleicht hätte ich doch, wie in unserer Challenge angedacht, ein Panzertape nehmen sollen, kein doppelseitiges Klebeband mit einem anderen Klebeband beklebt. Leider war das gerade nicht anders verfügbar, meine Freunde. Viele von euch werden wahrscheinlich schon die Furore und den ganzen Trubel und den ganzen Rummel um Artikel 13 mitbekommen haben. Und Peter von Pietsmeet und ich haben uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, was Eigenes, etwas anderes ins Leben zu rufen, zusätzlich zu den ganzen Videos und Postings, die es dazu schon gab. Ebenso viele werden wahrscheinlich mitbekommen haben von der Panikmache der letzten Wochen, gerade die letzten beiden Wochen, in der sehr viele Videos online gegangen sind, in denen nicht anständig aufgeklärt worden ist, sehr viele Halbwahrheiten und Hörensagen verbreitet worden sind und sehr viele Dinge einfach nicht richtig klargestellt worden sind. Generell ist es ja gut, dass jeder irgendwie versucht, dieses Thema aufzumachen, nur ist es dann auch wichtig, tatsächlich die richtigen Schritte als Folge einzuleiten, beziehungsweise den Leuten überhaupt die richtigen Informationen weiterzuleiten. Peter und ich haben uns also quasi gemeinsam hingesetzt, wollten den Rummel der letzten Wochen ein wenig abebben lassen und dachten, dass wir eine eigene Challenge mit vernünftigen Informationen ins Leben rufen. Das hier soll auf jeden Fall auch kein Angriff an die Leute sein, die bis dato dazu was gemacht haben oder so. Ich möchte halt nur sagen, dass eventuell ein paar Videos dabei gewesen sind, die nicht ganz die Wahrheit gesagt haben. Und das ist schädlich für uns gewesen, denn die alteingesessenen Medien bzw. die traditionellen Medien haben sich natürlich wie sonst was da drauf gestürzt und haben genau das gemacht, was wir schon vermutet haben, nämlich gesagt, das, was ihr da sagt, ist falsch und dementsprechend ist die Position, die wir eigentlich vertreten sollten, sehr leicht zu entkräften. Wie so eine Challenge funktioniert, sollte jeder sein. Ich denke mal, der eine oder andere erinnert sich noch an die ALS Ice Bucket Challenge. Generell eine sehr gute Sache. Der Challenge-Aspekt ist eigentlich genau der hier, nämlich ein schmerzhaftes Losreißen des Klebebands, der Artikel 13, der quasi für die Zensur steht, am eigenen Mund und dann das Nominieren anderer. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich nominiere erstmal hier an dieser Stelle Julian Bam, Hand of Blood und noch einen weiteren internationalen Kandidaten, den ich mir bis zum Ende gerne aufspare. Ihr seid herzlich eingeladen, ein gleiches Video zu machen. Unten in der Videobeschreibung gibt es ein Merkblatt, welches wir gemeinsam mit Timo Wölken, das ist übrigens der lustige Kandidat hier oben, vom Europaparlament als Vertreter der SPD erstellt haben. Es gab noch eine Menge Schattenberichterstatter, die gemeinsam mit uns Informationen zusammengetragen haben, dieses Merkblatt dann erstellt haben und dieses können wir nun mit euch endlich teilen. Die Informationen, die ihr darauf findet, sind auf jeden Fall alle momentan noch aktuell und sind damals von Timo Wölken höchstpersönlich durchgeschaut worden und freigegeben worden. Das heißt, ich denke mal, dass wir damit auf jeden Fall ganz gut arbeiten können. Aber kommen wir doch jetzt erstmal generell zu Artikel 13 und was Artikel 13 überhaupt ist und dieses ganze Mysterium, was sich um diesen Artikel aufbaut. Ich nehme mir dazu selber mal das Merkblatt zur Hand, meine Freunde, und erkläre euch mal ganz kurz an ein paar Stichpunkten, was Artikel 13 überhaupt möchte und was die Grundintention dieses Artikels eigentlich ist. Denn viele Leute werden wahrscheinlich noch gar nicht verstanden haben, was Artikel 13 eigentlich ist und was Artikel 13 eigentlich bezwecken möchte. Grundlegend ist das ein sehr viel Video schon gesagt worden. Artikel 13 möchte den Schutz des geistigen Eigentums bzw. den von Urhebern verbessern. Das ist natürlich auch gar keine schlechte Sache, denn jeder, der etwas erstellt, seines Artikel im Internet, seines Musikkompositionen oder sonst was, möchte diese natürlich auch geschützt haben. Das ist natürlich im Ganzen noch eine schützenswerte Geschichte, hinter die wir uns auch vollkommen stellen. Nur kommt es jetzt auf die Ausführung des ganzen Artikels an. Artikel 13 ist schon seit Sommer 2018 beschlossen. Das heißt, gegen Artikel 13 können wir eh nicht mehr viel machen. Aber was wir machen können, ist uns ein Gehör verschaffen, wenn es um die Ausführung des Artikels geht und was genau in den Artikel 13 reinkommt. Generell wurde auch viel zu wenig darauf hingewiesen, dass ein Artikel wie der Artikel 13, der von der Europäischen Union beschlossen wird, erstmal durch das EU-Parlament und dann durch den EU-Rat gehen muss. Das heißt, diese beiden Kabinette beschließen quasi gemeinsam diesen Artikel. Die Position des EU-Parlaments ist klar, doch die des EU-Rates kennen wir leider noch nicht. Generell kurz und knapp, Artikel 13 verpflichtet quasi Internetplattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und Co. für die Inhalte, die auf ihnen hochgeladen werden, zu haften. Das heißt, nicht mehr ich als einzelner Kanalbesitzer bin haftbar, sondern die komplette Plattform. Hieß im Umkehrschluss, YouTube müsste quasi sämtliche Videos, die hochgeladen werden, vorerst durch einen sogenannten Upload-Filter bzw. einen Content-ID-Filter, wie YouTube ihn ja schon hat, wahrscheinlich durch einen besseren und strikteren Content-ID-Filter filtern, um sicherzugehen, dass kein urheberrechtliches Material auf deren Plattform hochgeladen werden könnte. Gleiches gilt dafür Facebook, Twitter und Instagram. Bis dato war leider in den Videos immer nur die Rede von YouTube. Aber auch Plattformen wie Reddit, 9gag und andere Nachrichten- und Meme-Portale könnten eventuell darunter leiden. Welche Inhalte auf einer Plattform unerwünscht sind und nicht gesehen werden sollen, bestimmt eine Datenbank, in die sich die Rechteinhaber bzw. die Urheber des eigentlichen künstlerischen Werkes eintragen lassen können. Unter anderem sind das Musiklabel, Schriftsteller, generell Leute, die irgendwelche Urheberwerke erstellen. Problematisch dabei ist, dass sämtliche Plattformen dafür verantwortlich gemacht werden und bereits vor dem Upload sicherstellen müssen, dass keinerlei Urheberrechtsverletzungen innerhalb des Contents, der dann auf die Plattform hochgeladen wird, passiert. Rein technisch grenzt es fast an eine Unmöglichkeit, diesen Upload-Filter überhaupt umzusetzen, denn ganz ehrlich, es gibt so viele Urheberrechtswerke im Internet, da ist es fast nicht möglich, sämtliche Dinge dort eintragen zu lassen. Und generell, wenn dieser Filter einmal da ist, dann können wir damit rechnen, dass wahrscheinlich
wahrscheinlich eine Menge Fehlfunktionen da sind, es wahrscheinlich auch gerade auf YouTube, Facebook und Instagram eine Menge falsche Claims gibt und es eventuell sogar die Möglichkeit gibt, für Urheber diesen Filter auszunutzen. Das wollen wir natürlich niemandem unterstellen, doch sobald quasi die Struktur, der generelle Upload-Filter erstmal da ist, könnte es ein leichtes sein, für Urheber diesen Filter zu ihren Gunsten auszunutzen. Und da kommen wir bereits zu dem gefährlichen Bereich, nämlich die Zensur. Und die daraus resultierende Zensur könnte unglaublich gefährlich werden für Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und Co. Nehmen wir doch mal ein relativ aktuelles Beispiel, welches wir unten auch in unserem Merkblatt haben. Stellt euch vor, eine große Firma möchte einen Wald abholzen und bekommt deswegen online ordentlich Kritik. Stellt euch vor, 20 Leute laden ein Video mit diesem kritischen Inhalt hoch und nutzen das Logo dieser Firma in ihren Thumbnails. Nun könnte die Firma einfach hingehen und diese 20 Videos runternehmen, denn die Zensurstruktur ist ja theoretisch schon mal da, und könnte diesen Content-Filter zur Zensur der Meinung dieser Blogger für ihre eigenen Gunsten auslegen. Das gepaart mit der Pflicht, dass Plattformen in der Haftung sind, ist ein unglaublicher Einschnitt in unsere Privatsphäre und kann gerade durch die Zensur super schwierig für uns alle werden. Ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, dass wir uns Richtung Minority Report bewegen oder sonstige Dinge, aber ich bin der Meinung, dass ein Filter, der vorher überprüft, was ich auf meinem Kanal, was ich in meine Social Medias hochlade, einfach nicht der richtige Weg ist, um zu überprüfen, ob sich dort eine Urheberrechtsverletzung befindet. Generell, was passiert jetzt? Zum Ende November hin soll es eine Einigung zwischen dem EU-Rat und dem EU-Parlament geben und diese beiden Institutionen müssen sich nur noch auf einen gemeinsamen Artikel 13 einigen. Hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Die Grundaussage ist folgende: Das Urheberrecht soll natürlich geschützt werden, aber nicht auf Kosten der persönlichen Meinungsfreiheit. Und genau da sehen wir das Problem. Aber bis Ende November bleibt uns noch ein wenig Zeit. Und was wir jetzt tun können, um diesen Artikel eventuell ein bisschen in unsere Richtung zu formen bzw. ein bisschen abzuschwächen, das erkläre ich euch jetzt. Generell gibt es schon eine Menge Online-Petitionen, zum Beispiel die auf change.org, die auf jeden Fall unterschreibens- und unterstützenswert sind. Also geht da auf jeden Fall mal hin und lasst gerne dort eure Unterschrift da und vielleicht auch eine kleine Spende, um das Ganze ein bisschen mehr publik zu machen. Geht unbedingt hin und teilt sämtliche Videos, die wirklich vernünftig recherchiert sind und generell sich mit dem Thema anständig auseinandersetzen. Und geht selber mal hin und bildet euch eine eigene Meinung über das Ganze. Aber auch darüber hinaus können wir sehr viel mehr machen, als nur eine einfache Unterschrift unter einer Petition zu lassen. Denn das ist das Einfachste, aber das reicht leider bei weitem noch nicht aus. Was wir tun können, ist Briefe und E-Mails an die Abgeordneten schreiben oder im besten Falle sogar ein persönliches Telefonat mit einem Abgeordneten zu versuchen. Bezogen auf die Abgeordneten können wir auch einiges tun. Wir können den Abgeordneten E-Mails, Briefe oder wir können sie sogar versuchen, telefonisch zu kontaktieren, um unseren Standpunkt ihnen ein wenig näher zu bringen. Die Abgeordneten sind natürlich auch unten in unserem kleinen Merkblatt drin, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Meiner Meinung nach wird wahrscheinlich ein Brief oder ein Telefonat, weil das am persönlichsten ist, die größte Auswirkung haben, denn es bringt nichts, eine E-Mail zu schreiben, wenn der Abgeordnete eventuell Spamfilter oder sonstiges benutzt, möchte ich auch niemandem unterstellen. Ist aber eventuell möglich, dann geht sowas vielleicht in der Masse einfach unter. Deshalb ist der persönlichste Kontakt, den man als Bürger zum Abgeordneten suchen kann, eigentlich auch der eindringendste und der beste. Aber nicht nur auf die Abgeordnete des EU-Parlaments kommt es an, sondern auch auf die EU-Ratsmitglieder. Unter anderem sind das bei uns Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, Katharina Barley, unsere Justizministerin und natürlich auch Professor Monika Grütters, unsere Staatsministerin für Medien und Kultur. Auch diese können als EU-Rat, wie gesagt, einen großen Einfluss darauf nehmen, wie Artikel 13 später ausgeführt wird. Geht also auch dorthin und versucht diese eventuell über Twitter, E-Mail, Kontaktformulare auf ihrer Homepage oder durch einen Anruf oder sonstige Dinge irgendwie zu erreichen und euren Standpunkt diesen nahezutragen. Geht bitte hin und nehmt euch wirklich 20, 30 Minuten Zeit dafür, recherchiert das ganze Thema ordentlich durch, achtet darauf, dass die Dinge ordentlich formuliert sind und macht eurer Stimme Gehör, denn das ist jetzt genau das Wichtigste, was wir hier tun können. Sämtliche Namen, Adressen und Verlinkungen findet ihr in der Beschreibung, also schaut da gerne mal vorbei, dort sind noch Links zu ihren Social Medias, Twitter und so weiter und so fort, und ich denke mal, das wird kein Problem sein, jemanden dieser Leute zu erreichen. Die stehen alle in der Öffentlichkeit, die haben alle Kontaktformulare und auf abgeordnetenwatch.org findet man auf jeden Fall auch die eine oder andere Information über die Abgeordneten des Parlaments und für die des EU-Rats haben wir für euch alles unten zusammengetragen. Mein letzter Aufruf ist quasi nur eine kleine Wiederholung von dem, was ich eben gesagt habe. Geht hin und informiert euch bitte umfangreich über das ganze Thema. Das Thema ist nicht Artikel 13 möchte uns YouTube wegnehmen. Die Thematik ist sehr viel umfangreicher als das. Bildet euch eine eigene Meinung, zieht euch verschiedene Informationen aus verschiedenen Quellen und versucht dem ganzen Kontext irgendwie in eurem Kopf ein bisschen Luft zu machen. Und der letzte Kandidat, den ich hiermit gerne nominieren würde, ist Sky Art aus Frankreich, denn wir befinden uns hier auf europäischer Ebene. Nicht nur in Deutschland wird das Ganze Anwendung finden, sogar auf ganz Europa bezogen. Dementsprechend Grüße gehen raus an dich, mein französischer Kollege. Macht bitte das Gleiche wie wir, tritt das Ganze in Frankreich los, auch an meine beiden Deutschen, die ich hier nominiert habe. Versucht das Ganze irgendwie ein bisschen mehr publik zu machen und ich hoffe mal, dass dieses Video ein bisschen aufklären konnte, welche Gefahr wir hinter Artikel 13 sehen und warum Artikel 13 wirklich bedrohlich für uns als YouTuber, aber auch für uns als Privatperson sein könnte. Vergesst bitte nicht, dass das Merkblatt in der Videobeschreibung ist. Ladet es euch einfach runter und zeigt es euren Freunden. Redet offen in der Schule darüber. Vielleicht regt ihr sogar eine Diskussion mit eurem Lehrer oder sonst wem an. Tut nur etwas, informiert euch und versucht dann eventuell, wenn ihr genügend Informationen gesammelt habt, den Schritt an die Abgeordneten oder die EU-Ratsmitglieder zu wagen. Ich bedanke mich für eure offenen Ohren und hoffe, dass euch dieses Video der etwas anderen Art gefallen hat. Vielen, vielen Dank an Peter von PeatsMe. Sein Video ist natürlich auch unten verlinkt und an Timo Wölken. Und damit bin ich jetzt raus. Lasst uns gemeinsam was machen. Hashtag SaveYourInternet.